Wer ist also die Frau, von der Cicero neulich schrieb, sie sei die kompetenteste Nervensäge im Kabinett? Eine schöne Runde. Und die erste Frage, Frau Schulze, muss an Sie gehen. Was ist heute Ihre aktuelle Meinung zum Tempolimit? Naja, beim Tempolimit ist die Position der SPD und auch meine Position vollkommen klar. Wir sind für ein Tempolimit. Aber darüber reden wir gleich. Genau, ich wollte nur wissen, aber Stand heute, 23.15 Uhr, sind Sie für ein Tempolimit. Und Sie haben sich über wie viele Minuten hinweg geweigert zu antworten? Genau. Ja, der hat Ihnen eine Frage gestellt und Sie haben sie einfach nicht beantwortet. Ja, ich kenne dieses Problem. Ja. Es kann in Interviews außerordentlich lästig sein. Ihr seid die Verbotspartei. Sie wollten sie nicht mit Wählern anlegen. Nein, wir haben ja als SPD eine klare Position. Wir haben gesagt, wir wollen ein Tempolimit. Wir wollen ein Tempolimit. Das ist auf Sie eine wollen ein Tempolimit? Ja, ich stehe da zu der Position meiner SPD. Ja, aber nochmal, ich kam von dem Ende sozusagen dieser Strukturwandelkommission. Wenn Sie die Frage einmal beantwortet hätten, hätten Sie nach 5 Minuten Zeit gehabt, über genau das zu sprechen. Warum tun sich Politiker so schwer mit einer klaren Sprache heute? So wie heute Abend hier. Sie sind für ein Tempolimit. Ja, ich bin für ein Tempolimit. Setzen Sie sich jetzt auch für ein Tempolimit ein? Das haben wir im Koalitionsvertrag nicht durchgesetzt. Also werden wir das in dieser Regierung jedenfalls nicht kriegen. Sie sagen schon wieder ja, aber. So ist das. Am Wochenende hat die Bundesumweltministerin gezeigt, wie es nicht geht. Sie hat nämlich rumgeeiert bei der Frage, sind Sie für ein Tempolimit? Ja. Oh, gefährliche Einleitung. Ja, genau. Gefährlich. Hartz IV. Was ist mit anderen Sachen? Haben Sie zu anderen Sachen auch eine klare Meinung? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, zum Beispiel nach so verrückten Sachen wie Plastiktüten als Umweltministerin. Sind Sie dafür, die abzuschaffen oder nicht? Ja, ich bin dafür, Plastiktüten abzuschaffen. Das ist ein riesiger Erfolg. Und jetzt haben wir ein Gesetz gemacht, was das noch weiter reduzieren wird. Freiwillig oder? Beides, eine Kombination. Um es mal deutlich zu sagen, wenn ich Umweltminister wäre, würde ich morgen Plastiktüten verbieten. Ja, kann er, wenn er Umweltminister ist, ja gerne tun. Guter Versuch abzulenken. Nee, wann schaffen Sie die Plastiktüten ab? Ich glaube, das findet auch bei der Bevölkerung nicht so viel Akzeptanz. Aber darum geht es, oder? Ja. Es geht um die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Nein, es geht darum, dass wir wirklich was erreichen. Und deswegen Schritt für Schritt. Wenn es darum ginge, ernst zu machen, würden Sie es einfach abschaffen. Warum schaffen Sie sie nicht ab? Ich verstehe es nicht. Ich will es nur verstehen. Es ist nicht so trivial. Also das ist sehr trivial. Kriegen Sie dann morgen Anrufe von Lobbyisten? Nein, das glaube ich nicht, aber... Sind Sie sich sicher oder glauben Sie? Ich habe jedenfalls bis jetzt noch keine bekommen. Wir fördern das doch auch. Warum fördern wir das? Wo fördern wir das? Wir fördern das. Plastik herzustellen, dann ist der Einkauf von Öl sozusagen steuerfrei. Ein Tempolimit auf Autobahnen ist reine Symbolpolitik. Wir meinen dann, wir tun was Gutes. Für das Klima bringt es nichts. Und ähnlich ist es schon auch mit dem Plastik. Wir haben aber Plastikstrohhalme verboten. Das sind gerade mal 0,1%. Verstehen Sie, wenn bei mir jetzt der Verdacht aufkommt, dass wir das deswegen verbieten, weil Ohrstäbchen nicht so eine starke Lobby haben wie Plastiktüten? Nee, wir müssen daran, also die Plastiktüte ist ein Symbol. Wie ist das in New York? In New York kauft man einen Apfel und bekommt eine Plastiktüte. Also es ist Plastiktüten überall. Doppelt sogar, ne? Immer zwei Tüten, doppelt, damit falls der Apfel zu schwer ist. Bei mir in Münster, die Krankenschwester, die hat kaum noch eine Chance, in Münster zu wohnen, weil die Mieten da so teuer sind. Die muss mit dem Auto reinfahren. Da kann man nicht noch einfach oben drauf packen. Das geht nicht. Also muss man den Strompreis denken vielleicht oder noch andere Mechanismen haben, damit es sozial fair ist. Und das ist ehrlich gesagt echt kompliziert. Wie ist Ihr aktuelles Verhältnis zu Andreas Scheuer? Professionell. Das klingt total ekstatisch, was Sie da jetzt sagen. Da ist der Verkehr das absolute Problemkind seit 1990. Es könnte vielleicht auch gesund sein, sich einfach direkt mit dem Mund ans Auspuffrohr zu legen. Da kommt jetzt Herr Hank ins Spiel, der sagt... Stickoxide machen tot. Und das finde ich nun tatsächlich gut. Das ist gar keine Frage, aber die Frage ist, muss das so viel kosten? Wie viel wird das am Ende kosten? Haben Sie eine Idee davon? Das können wir heute überhaupt nicht sagen. Das sind Planungen über 20 Jahre. Das macht mir Angst, wenn Sie das so sagen. Wenn wir gar nicht wissen, was das eigentlich kostet. Naja, es ist eine Investition in die Zukunft. Sie belügen die Menschen. Das ist ein harter Vorwurf. Nein, also das ist ja natürlich ein so ein rausgegriffenes Beispiel. Ja, klar. Wir werden natürlich nichts finanzieren, was Unsinn ist. Nee, also ich glaube, ich muss ein bisschen Coaching nehmen, wie man um Fragen gut drum geht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay,